Hi, meine Freunde, willkommen in der Allianz Arena. Es regnet. Aber das soll uns nicht dran hindern, 3 Punkte hier aus diesem Spiel zu holen gegen Bremen. Und ja, natürlich wollen wir erfolgreichen Fußball spielen. Das soll uns mit dieser Mannschaft gelingen. Wir haben ein bisschen verändert, vor allem die Defensive haben wir verändert. Alles in unserem eigenen, in unserer eigenen Hälfte ist geändert, bis auf Philipp Lahm. Weil wir natürlich auch ein bisschen schonen müssen für die Champions League, die noch ansteht. Da haben wir ja 1-0 verloren. Und hier gucken wir uns das mal an. Die ersten 3 Spieler sind alle Torschützen vom FC Bayern München. Allen voran natürlich er hier, Thomas Müller, mit 28 Toren. Genauso Lewandowski und auch Robben auf dem Platz. Also die drei, die ersten drei, sind heute alle drei auf dem Platz. Das war schon mal nix. Dieses 6-0 gegen Wolfsburg gibt uns natürlich ein bisschen Rückenwind. Damit kann man gut weiterarbeiten auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich Tore schießen. Denn die müssen wir machen, um hier wirklich überhaupt Punkte zu holen. Oh, perfekt. Oh, shit. Die Flanke war ja göttlich. Lewandowski dann ein bisschen Pech gehabt. Arjen Robben jetzt. Arjen Robben. Ganz oben. Da ist er hier. Genau. Robert Lewandowski. Tor. Perfekt gesehen von Robben. Perfekt gemacht von Lewandowski. 1-0. Müller. Schick nochmal Robert Lewandowski ins Rennen und er macht direkt mal 2-0. Auf dieselbe Art und Weise. Auch vom Pfosten springt der Ball an ins Tor. Nur diesmal auf der anderen Seite. Perfekt. Zehnte Minute, 14. Minute. Was für ein eiskalter Torjäger. Dieser Robert Lewandowski. Joshua Kimmich. Jetzt will Ribéry vielleicht auch nochmal eins machen. Oh, böse umgesetzt, aber der Ball war natürlich auch noch da. Von daher gibt es da verdientermaßen keinen Elfmeter. Oh, schöner Ball. Ah, Martinez, ich bin einfach glücklich, was unsere Verteidigung vor allem angeht. Wir haben mit Boateng und Hummels wahrscheinlich die zwei besten... Oh! Die zwei besten Innenverteidiger der Welt. Und mit Javi Martinez und Shkodran Mustafi haben wir zwei unglaublich gute Ersatzspieler. Vor allem Mustafi sticht hier jedes Mal erneut hier raus. Und Chilobocci mit einer perfekten Grätsche hier macht das hier Weltklasse. Wieder Martinez. Göttliche Grätsche.
Oh, jetzt aber, jetzt aber. Jetzt aber. Und Kimmich regelt das ganz ruhig. Fehlpass von Bernat bringt Werder wieder in den Angriff und dann so ein Fehlpass. Das darf natürlich nicht sein, wenn man hier wirklich was gegen die Bayern reißen will. Da muss jede Chance im Prinzip sitzen. Ansonsten hat man es hier richtig, richtig schwer. Und Robben startet auch schon wieder durch. Aber das ist zu weit. Schade. Ach Mann. Finn Bartels jetzt gegen Bernat, hat aber überhaupt keine Chance. Und wir sehen wieder, warum wir nur 8 Gegentore kassiert haben bisher in der Saison. Das ist einfach unglaublich, was die Mannschaft defensiv auch leistet. Arjen Robben jetzt. Bringt Müller ins Spiel und der macht sein 29. Saisontor. Super kombiniert. Kimmich jetzt mal über den Flügel. Oh, leck mich am Arsch. Was war das denn für eine... Was war das denn gerade? Allein die Flanke. Und dann hier noch die Parade von Wiedwald. Und dann halt Lewandowski halt auch irgendwann. Keine Möglichkeit mehr, den Ball aufs Tor zu bringen. Leck mich am Arsch. Was für eine göttliche Flanke von Kimmich. Und was für ein Pech, das wir da haben. Aber gut, wir können uns nicht beklagen. 3-0 Führung zur Pause, das ist mehr als verdient und auch völlig in Ordnung. Jetzt wechseln wir mal ein bisschen aus. Nehmen wen aus dem Spiel? Nehmen wir mal Müller aus dem Spiel. Wir machen das dann so. Und ich würde sagen, Griezmann kriegt nochmal die Möglichkeit für Lewandowski. Lewandowski, der hat sich ja mit 2 Toren schon seinen Dienst hat er schon erledigt mit 2 Toren. Robben jetzt der einzige unserer 3 besten Torschützen, der noch auf dem Platz steht. Und Kingsley Coman wird wahrscheinlich dann vielleicht in der Champions League eingesetzt werden. Aber Douglas Costa ist natürlich auch in unglaublicher Form, hat schon das ein oder andere Weltklasse-Spiel für uns absolviert und soll auch heute wieder seine gewohnt sehr gute Leistung präsentieren. Vielleicht schon jetzt mit dieser Möglichkeit hier. Zack, geht er da an allen vorbei. Griezmann, Rode. Schade. Oh, Arjen Robben. Griezmann, Wiedwald. Oh, dann haben wir da noch Pech. Im nächsten Spiel haben wir eben dieses Champions League Duell in der Allianz Arena gegen Arsenal London. Da müssen wir dann wirklich Höchstleistungen aufs Spiel bringen, weil wir natürlich 0-1 verloren haben im Hinspiel.
Und das ist nicht gerade von Vorteil. Perfekt gemacht von Philipp Lahm. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt kann es schnell gehen. Und es geht tatsächlich schnell, aber Westergaard war da noch dazwischen und fällt den Ball ab. Und hier sehen wir nochmal die Chance von vorhin. Die Torlinientechnik sagt ganz klar, kein Tor. Und das stimmt auch voll und ganz, der Ball genau auf der Linie. Özdunali. Ah, schön unter Druck gesetzt. Und jetzt ist die Chance da. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Oh, Eckball. Douglas Costa wartet auf dem zweiten Pfosten. Ah, Grilic. Lahm ohne Probleme gegen Finn Bartels. Jetzt ist wieder Douglas Costa am Start. Douglas Costa schickt da Griezmann und der kommt nicht mehr wirklich an den Ball. Griezmann bräuchte natürlich auf dem starken linken Fuß und der Schuss war nicht schlecht. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass Griezmann nicht hier reinpasst. Weiß auch nicht. Er hat ein Tor geschossen. Gut, im letzten Spiel beim 6-0 gegen Wolfsburg. Sein erstes Bundesliga-Tor. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie passt es nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Kann es nicht definieren, woran es liegt. Aber er ist nicht wirklich erfolgreich. Und das als Stürmer, da wird man natürlich auch an Toren gemessen. Und die suchen wir bei ihm noch vergeblich. Vergebens, vergeblich. Ich glaube, in der Champions League hat er einmal getroffen. Oder war das im DFB-Pokal? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er für uns, glaube ich, erst zwei Tore geschossen. Jetzt wieder Robben. Griezmann wird hier eingesetzt und der macht's. Klasse, klasse Auge von Robben, der hier nicht egoistisch denkt, sondern Griezmann mit einbindet und der zack, das Ding einfach nur reinschiebt. Zweites Saisontor für Antoine Griezmann. Dem 60 Millionen Euro Mann. Griezmann wartet auf ihn hier, auf Rode. Und der wartet wieder auf Griezmann, aber der Ball kommt nicht an. Douglas Costa. Douglas Costa. Griezmann, Griezmann, schade. Und das war's. 4-0 gewinnen wir gegen Werder Bremen. Souverän und verdient. Bis dann und tschüss.